Und dann geht's los. Wir kommen auf die Matte. Wir kommen mal ans Ende der Matte zusammen, also quasi auf eine Seite, und machen uns erstmal schön lang. Heute starten wir mal nicht zentral, sondern ganz bewusst auf einer Seite und machen uns hier auch nochmal lang über die Seite ziehend. Zieht euch in die Luft. Und jetzt rotiert mal bitte ganz bewusst mal eure Handgelenke mit dann dabei. Schön nach außen rotieren, während ihr essen weiter euch mit den Armen nach oben streckt. Seht ihr meine Arme nicht, aber ich bin hier am Rotieren mit den Handgelenken. Denn die brauchen wir gleich schon direkt fürs Warm-up. Deswegen macht schön die Handgelenke warm. Zieht euch über die Seiten nach oben, über den Rippenbogen, über die Fußspitzen. Genau, noch ein bisschen höher. Und dann gehen wir mal zum Warm-up in so einen kleinen Sonnengruß. Das heißt, ihr steht am Ende der Matte, nehmt die Arme zusammen, kommt wieder auf die Fersen und geht einmal tief in die Einatmung und überdehnt euch schön in die Rücklage, beugt euch nach hinten und dann beim Ausatmen kommt ihr mit dem Oberkörper nach vorne. Die Hände streben Richtung Boden, einmal tief ausatmen, einmal baumeln lassen. Beim Einatmen nehmen wir nur den Kopf nach oben. Und dann atme tief aus und komm noch ein bisschen tiefer in die Dehnung. Die Hände kommen tief. Und beim nächsten Einatmen nehmen wir den rechten Bein nach hinten, die Hände setzen auf. Und beim Ausatmen das gleiche mit dem linken Bein. Dann kommen wir mit der Hüfte nach hinten und kommen hier direkt in die Dehnung der Schultern im herabschauenden Hund. Nimm die Fersen tief, nimm die Schultern tief, spreizen die Finger, ziehen die Hüfte noch weiter nach hinten raus. Und jetzt können wir mal so ein bisschen auf der Stelle rechts und links treten, die Ferse tiefer nehmen, ein bisschen höher nehmen, die Hüfte dabei auch reinnehmen. So, als wollt ihr irgendwas von euch wegtreten. Immer die Gewichtsverlagerung von rechts nach links und wieder im Wechsel. Beim nächsten Ausatmenzug nochmal schön tief in die Dehnung gehen. Nach hinten beugen und beim Einatmen kommen wir mit den Schultern über den Handgelenken. Hier rotieren wir im Uhrzeigersinn und verweilen erstmal in dieser Position, mobilisieren die Handgelenke. Wir drücken mal bewusst die Fingerspitzen in den Boden rein. Den Blick könnt ihr gerade nach unten führen, also der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule und wir rotieren mal gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ihr merkt, dass es zu viel Druck auf den Handgelenken geht, runter auf die Knie und mobilisiert so die Handgelenke oder alternativ in einer Geraden. Noch für 3, 2. Dann nehmen wir die Ellenbogen nah am Körper. Wir kommen tief mit dem Oberkörper. Und beim Einatmen kommen wir mit dem Blick nach oben, ziehen uns einmal schön in die Länge und strecken jetzt mal die Arme weit aus. Und kommen in die Dehnung der Frontseite. Füße könnt ihr einfach vorne auf den Spann ablegen und blickt nach oben und spürt die Dehnung. Und jetzt blickt mal über eure rechte Schulter und über die linke Schulter und nochmal über die rechte. Wenn ihr merkt, dass die Handgelenke schmerzen, dann drückt noch ein bisschen mehr die Fingerspitzen in den Boden. Oder setzt alternativ auf den Ellenbogen ab oder bildet eine Faust. Dann stellen wir die Fußspitzen wieder auf, kommen mit der Hüfte nach oben in den herabschauenden Hund, wieder tief in die Dehnung und wandern jetzt langsam mit den Füßen nach vorne, sodass sie irgendwann zwischen den Handgelenken aufkommen. Gehen nochmal tief in die Dehnung, Oberkörper tief, Beine sind durchgestreckt. Und beim Einatmen nehmen wir die Arme nach oben. Gehen nochmal in die Rückbeuge. Halten die Rückbeuge und rotieren einmal im Uhrzeigersinn auf die linke Seite. Arme sind immer noch so 30, 40 cm auseinander. Und wir bilden einmal einen Kreis mit dem Arm oben zur Decke strebend im Uhrzeigersinn. Und einmal gegen den Uhrzeigersinn. kommen oben zusammen und rotieren mal die Arme nach hinten. Jetzt könnt ihr euch wieder in die Mitte der Matte bewegen. Wenn wir nach hinten rotieren, nehmen wir jeweils wieder eine leichte Kniebeugeposition ein, wenn wir mit den Armen nach unten kommen. Versucht jetzt mal noch gar nicht auf Geschwindigkeit zu machen, sondern ganz bewusst mal einen ganz, ganz großen Bewegungsradius auch aus den Schultern heraus zu generieren. Einmal stolze Brust, wenn die Arme nach hinten kommen. Und noch ein bisschen tiefer in die Kniebeuge jeweils. Und wenn ihr nach oben kommt, streckt euch mal richtig schön auf die Fußspitzen und dann kommt wieder tief mit der Ferse nach oben auf die Fußspitzen. Und jetzt schließt bei der Übung mal die Augen. Insbesondere wenn ihr oben auf die Fußspitze geht, schöne Balanceübung. Und macht das Ganze langsam und fließend. Noch für 3, 2, oben bleiben, nach vorne schwingen. Auch hier wieder gerne mal die Augen schließen. Halt die Balance, Chorspannung. Noch für 3, 2, 1, oben bleiben, rechts zurück, links nach vorne. Augen schließen. Wenn ihr hochkommt, zieht euch richtig schön zur Zimmerdecke, kommt auf die Fußspitzen und wenn ihr runterkommt, geht auf die Fersen in so eine ganz leichte Kniebeuge. Noch ein letztes Mal und dann rotieren wir andersrum, rechts vorne, links zurück. Noch 5, 4, 3, 2, Arme bleiben oben. Nochmal in die Luft ziehen und Hampelmänner. 1 Minute. Los geht's. Oben, unten abklatschen, Arme ausstrecken, knieschonend, mal im Wechsel. Arme gehen weiterhin von oben nach unten und Beine können gerne sich abwechseln, allerdings ohne Hüpser. Genau. Und ansonsten gebt richtig Gas. Bringt den Puls hoch. Ich hoffe, eure Handgelenke sind noch immer warm. Und immer wenn ich Hep sage, geht's runter auf den Boden in den Burpee. Los geht's. Hep. Dann steigen wir direkt wieder in die Ausgangsübung. In die Hampelmänner. Hep. Wieder runter in den Burpee. Alternativ in 3 Kniebeugen. Und dann wieder in die Hampelmänner. Komm, ziehen wir noch 25 Sekunden durch. Da war ein Hep. Ich habe es gesehen. Jawohl. Immer wenn ihr natürlich mit der Hand vor die Kamera geht, heißt das auch für alle ein Hep. So könnt ihr euch selber auspowern. Noch einer Hep. Und noch einer Hep. Und noch einer. Das sind jetzt 3. Also 3 Burpees am Stück. Habe ich gesehen. Ich schaue zwischendurch nochmal in die Kamera. Will das jemand überbieten? Dann bleiben wir erst bei 3 und machen dann wieder Hampelmänner. Noch für 8, 7, 6. Hep. Danke. 5, 4, 3, 2, 1 und Kniebeugen. Los geht's. Schöne, saubere Kniebeugen. Nehmt die Hüfte nach hinten. Knie, Fußspitzen in gleiche Richtung zeigen. Wenn ihr mit Hüfte tief kommt, nimmt die Arme nach oben. Im Profil, hinten, als wollt ihr euch auf die Toilette setzen und dann wieder nach oben. Blickt 2, 3 Meter vor euch auf den Boden. Sauber und kontrolliert ausführen und nicht nur den Oberkörper senken. Acht ganz bewusst darauf. Kopf gerade, Oberkörper gerade, Hüfte nach hinten. Die Kraft kommt aus den Beinen und wir drücken uns nach oben. Okay. Nach 20 Sekunden. Und zwischendurch ein Hep, Hep, Hep. 3 Stück. Alternativ 3x3 Kniebeugen. Bei den Liegestützen. Sauber kontrolliert runter. Nasenspitze, Brust, Hüfte. Geht gleichzeitig auf den Boden. Und kommt dann gleichzeitig wieder hoch. Und dann wieder die Kniebeuge. Und mal in die Zeitlupe gehen. Noch langsamer. Ihr kommt tief mit der Hüfte, hoch mit den Armen, hinten die Schulterblätter zusammen. Halt die Balance und kommt dann wieder nach oben. Und wieder tief. Noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bei 0 bleiben wir unten, 1 und 0. So, wir bleiben tief und ich erkläre mir die nächste Übung. Die nächste Übung wird eine gesprungene Kniebeuge mit einer 180-Grad-Drehung. Das sieht also so aus, wir drücken uns wieder nach unten, boom, 180 Grad, boom, 180 Grad. Wenn ihr merkt, oh, ungünstig, könnt ihr einfach nur ganz klassische machen oder einfach 90 Grad springen, also 90, 90, 90 zurück, 90 zurück. Los geht's, 1 minute. Also ich komme hier tief, gehe 90 Grad, 90 Grad oder direkt in die 180 Grad, jeweils an die andere Zimmerdecke schauen. Und möglichst sanft aufkommen oder gerne 90 Grad. Bringt die Beine richtig schön zum Powern. Achtet darauf, dass ihr nicht den Oberkörper zu sehr nach vorne senkt, sondern langsam und kontrolliert die Übung ausführt. Achtet besser auf eine gute Form und nicht auf Geschwindigkeit. Und wenn ihr landet, möglichst direkt wieder reaktiv in den Bounce. Also zack hoch und direkt wieder runter. Abfedern und wieder runter. Abfedern und wieder runter. Noch für 10, 9, 8, Hep, 7, 6, 5, 4, Achtung, dass ihr aus den Beinen kommt, nicht in den Oberkörper senken, 2, tief bleiben, 1, tief bleiben, Arme nach oben. Wir hacken eine Runde, Schultern tief, Schultern nach hinten. Popo nach hinten, Knie zeigen die gleiche Richtung wie die Fußspitze. Arme vorne ausstrecken, Arme weit nach hinten nehmen. Genau, die meisten wissen, was jetzt kommt. Wir hacken, los geht's. Nehmt die Arme noch ein bisschen weit nach hinten, schaut mal, nehmt sie nicht nach vorne, sondern hier schön nach hinten, sodass die Schultermuskulatur angespannt ist. Noch ein bisschen tiefer in den Squat rein. Verhindert auch, dass ihr ins Hohlkreuz wandert. Und den Kopf einfach so 2-3 Meter vor euch auf den Boden blicken lassen. Bisschen tiefer in den Squat, bisschen höher mit den Armen. Haltet es ein, noch 30 Sekunden. Dann haben wir gleich die Beine durch. Und dann kommt nahtloser Übergang an die Schultern und an die Rückenpartie. Mithilfe der Flaschen. Seht euch dem schon mal entgegen. Für 10, 9, tiefer mit dem Squat, höher mit den Armen. 4, 3, 2, 1. Locker lassen. Schüttelt gerne einmal aus und schnappt euch währenddessen eine Flasche, entweder aus der ihr gerade trinkt oder aber ihr schnappt euch gleich die beiden Gewichte, mit denen ihr gleich trainieren wollt. Ich erkläre die erste Übung schon mal, währenddessen ihr ganz entspannt am Trinken seid. Könnt ihr ganz aufmerksam zuschauen. Wir gehen leicht in die Kniebeuge. Der Blick ist gerade. Das heißt, den Kopf nicht hängen lassen, nicht überstrecken. Und schaut gerne mal her, währenddessen ihr noch eure Pause macht. Diesmal beugen wir den Oberkörper weit nach vorne, strecken die Arme vorne aus und ziehen die Arme nach oben hinten. Also hier nach oben. Und nicht diese Übung hier, sondern wir beugen uns ganz bewusst ein bisschen nach vorne und gehen dann quasi hier in die Diagonale nach oben. Okay, 3, 2, 1, los geht's. Schön langsam kontrolliert, bis an die oberste Position, kurz halten und wieder runterlassen. Dann wieder an die oberste Position kommen und wieder herunterlassen. Und noch langsamer. Jetzt greift mal richtig den Flaschenhals, drückt ihn zusammen, trainiert den Unterarm, beugt euch ein bisschen weit nach vorne und verweilt oben in der obersten Position kurz. Wenn ihr es ganz hart haben wollt, bleibt ihr quasi nur im oberen Drittel, also von der obersten Position. Einfach nur noch so ein Drittel runterkommen und wieder direkt wieder nach oben gehen, sodass wir die ganze Zeit in Anspannung bleiben. Lasst die Schultern tief, Nehmt die Schulterblätter hinten zusammen. Achtet darauf, dass ihr nicht mit dem Oberkörper immer in die aufrechte Position kommt, sondern ihr solltet schon hier einen geraden Rücken haben und dann immer nach hinten ziehen und nach oben. Das Ganze noch für 15, 14. Wenn ihr ganz hart seid, haltet mal oben. 12, 11, 10, Schultern tief. 8, 7, 6, 5, noch ein bisschen höher. 4, 3,5, 3, 2, 1, locker lassen. Einmal ausschütteln. Kommen wir zur zweiten Übung mit den Flaschen. Wir nehmen die Flaschen 90 Grad Winkel vor uns und heben und senken einfach nur die Ellenbogen und schließen wieder. Heben und senken. Hier ordentlich auf die Schultermuskulatur gehend, leicht in die Kniebeuge gehen. Schaut euch das mal auf dem Profil an, denn dann gehen wir nicht ins Hohlkreuz. Oberkörper kann so ganz leicht nach vorne gebeugt sein, dass wir wirklich nicht in die Bedrohung kommen, ins Hohlkreuz zu wandern. Und wenn ihr sagt, das ist viel zu einfach, dann bleibt ihr auch hier wieder im oberen Drittel. Schultern sind tief, Schultern sind hinten zusammen und dann immer nur obere Drittel verweilen. Sehr gut. Schultern noch weiter hinten zusammen. Und jetzt stellt euch mal bitte im Profil hin. Also seitwärts zur Kamera und ich gucke mir das Ganze mal an. Aber lasst den Kopf nicht hängen, lehnt euch ein bisschen nach vorne. Kopf gerade haben, also in der Verlängerung der Wirbelsäule. Sehr gut. Jawohl. Maria, komm mal ein bisschen aus dem Hohlkreuz raus. Bauch ein bisschen mehr anspannen. Jawohl. Schultern trotzdem tief haben. Carina, Kopf nicht hängen lassen. Jawohl. Für die letzten 10. 9, wir halten oben. 8, 7, 6, 5. Und bevor ihr euch gleich entspannt, nehmt ihr einfach nur die Arme nach oben. 2, 1, Ellenbogen auf gleicher Ebene, Arm nach oben, Und dann wieder tief. Dann nach oben und wieder tief. Auch hier wieder ganz leicht eine Kniebeuge, damit ihr nicht ins Hohlkreuz wandert. Und wenn ich immer sage, Blick in der Verlängerung der Wirbelsäule, was meint denn der Trainer überhaupt damit? Das soll einfach nur heißen, wenn ihr jetzt die Wirbelsäule nimmt, die Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, dann habt ihr nicht diese Beugung, sondern habt ihr hier schön eine gerade Position. Das gilt auch, wenn ihr im Plank seid. Die Arme werden schwer. Wenn ihr nicht mehr könnt, setzt kurz ab, schüttelt kurz aus und steigt dann einfach wieder ein. Haltet trotzdem die Ellenbogen oben. Nur 20 Sekunden und nochmal langsamer. In Zeitlupe. Nicht das Lächeln vergessen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gönnt euch eine Pause und schüttelt aus. Wenn ihr wieder soweit seid, gehen wir gleich wieder in die Kniebeuge. Stabiler Oberkörper, das ist ganz wichtig bei der Übung, dass wir nicht hier nach hinten sacken ins Hohlkreuz, sondern immer leicht gebeugt sind. Dann kommen wir gleich nach vorne, zur Seite, nach vorne, zurück. Okay? Ich zeige es noch von vorne. Wir kommen nach vorne, zur Seite, hinten schön zusammen, nach vorne und zurück. Und das gleich nochmal. Achtet, wenn ihr nach oben vorne hebt, dann habt ihr den Oberkörper agitiert in einer Position und die Bewegung kommt nicht aus dem Oberkörper, sondern schön stabil bleiben, langsam und kontrolliert. Genau, sehr gute Übung fürs Maßkrug halten. Also wir heben Maßkrug, verteilen ihn, kommen in der Mitte zusammen und holen uns den nächsten. Hoch, Schultern tief. Wenn ihr nach hinten kommt mit den Armen, versucht mal ganz bewusst nochmal die Schulterblätter zusammenzunehmen. hinten die Schulter wieder zusammenbekommen, dann wieder zurück und dann wieder nach vorne. Das Ganze noch für 15 Sekunden. Und wenn ihr noch voll viel Power habt, gehen wir quasi nur noch von außen nach innen, ohne diese Entlastung in der Mitte. Also nicht die Hoch- und Runterbewegung, sondern nur die Seitwärtsbewegung. Für die letzten 5, 4, 3, nicht ins Hohlkreuz, 2, Kopf gerade, 1, locker lassen. Spielt auch hier gerne nochmal aus. So, letzte Übung mit den Flaschen. Wir gehen mit den Armen nach oben, wieder im 90-Grad-Winkel. Ich hoffe, die Schultern können wieder. Und drücken einfach nur die Flaschen nach oben, maximal, und kommen dann wieder runter. Langsam und kontrolliert. Immer nur so, dass die Ellenbogen auf Schulterebene sind und dann wieder nach oben drücken. Und wieder runter. Auch hier achtet darauf, dass der Oberkörper wieder leicht nach vorne gebeugt ist. Hier leicht in die Kniebeuge geht, damit ihr nicht ins Hohlkreuz wandert, die Hüfte ein bisschen nach vorne kippt, ihr nicht zu sehr ins Hohlkreuz wandert, Blick gerade und dann langsam kontrolliert heben und senken. Für die letzten 25 Sekunden könnt ihr gerne mal so auf halber Ebene verweilen und so ganz leicht Impulse geben. Und noch langsamer, langsam geführt. Ihr solltet das Wasser in der Flasche gar nicht hören. So langsam geht ihr nach oben und so langsam senkt ihr wieder. 10, 9, 8, leicht nach vorne beugen. 5, 4, 3, 2, 1, locker lassen. So, die Schultern sollten platt sein. Legt die Flaschen gerne einmal neben eure Matte auf. Brauchen wir nachher in die Liegeposition noch einmal. Und schnappt euch gerne mal euer Handtuch. Greift es ungefähr so 90 cm auseinander in der Hand. Greift von oben. Und dann geht ihr auch hier leicht in die Kniebeuge. Erste Übung, Schultern nach hinten, Schultern nach unten. Nochmal für alle, Schultern nach hinten und nach unten. Und jetzt bringt mal Spannung aufs Handtuch. Also zieht ordentlich auseinander. Leicht eine Kniebeuge. Und dann rotiert ihr mal nach links rüber, währenddessen ihr weiter die Spannung haltet. Und wieder nach rechts. Langsam und kontrolliert und haltet diese Spannung aufrecht. Noch mehr Spannung drauf geben. Die Schultern sollten gleich explodieren. Diese maximalen Anspannung. Für die letzten 15 Sekunden. Leicht in die Kniebeuge. Noch weiter auseinanderziehen. 8, 7, 6, 5. Dann bleibt ihr in der Frontposition. 4, 3, 2, heben, senken, hoch, tief, weit auseinanderziehen. Ihr könnt euch eure eigene Progression hier aussuchen. Das heißt, wenn ihr wirklich maximal versucht, das Handtuch auseinanderzureißen, habt ihr natürlich eine sehr hohe Progression. Wenn ihr merkt, ihr habt die Power nicht mehr, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen locker lassen. Langsam und kontrolliert. Hier kommt es nicht auf Geschwindigkeit an. Geht lieber in jede einzelne Winkelstellung. Und spürt da die Kräftigung. Noch für 10, 9, gib nochmal alles, 8, 7, 6. Bei 0 können wir oben ankommen, 4, zieht nochmal alles auseinander, 2, 1, oben halten und dann ein bisschen stretchen auf die linke Seite. Und auf die rechte Seite. Währenddessen ihr euch so ganz entspannt stretcht, könnt ihr das Handtuch ein bisschen weiter greifen Dann kommen wir oben in der Mitte an und führen mit gestreckten Armen das Handtuch hinter unserem Rücken. Langsam und kontrolliert so weit, dass die Arme weiterhin gestreckt sind. Wir mobilisieren die Schultern. Versucht möglichst langsam und kontrolliert die Übung auszuführen. Nicht eine ruckartige Bewegung, auch nicht die Arme beugen. Wenn ihr merkt, dass das Handtuch nicht lang genug ist, dann macht das Ganze ohne Handtuch und geht einfach in die jeweilige maximale Dehnung der Schultern. Ansonsten greift einfach schön weit zurück und kommt wieder nach vorne. Noch für 5, 4, 3, 2, dann kommen wir vorne zusammen. 1, greift das Handtuch so, dass es von unten greift. Also lasst es quasi in eure Hand reinfallen. Ungefähr so 30, 40 cm auseinander, Ellenbogen nah am Körper. Jetzt presst mal die Ellenbogen richtig in euren Rippenbogen rein. Richtig reindrücken hier. Geht in die Kniebeuge. Und jetzt zieht mal die Hände auseinander, voneinander weg. Wie zwei Magneten, die sich abstoßen. Und baut da mal ordentlich Druck drauf auf. Also, kommen wir ein bisschen näher. Gehen hier mit den Ellenbogen nah in den Körper rein und ziehen hier auseinander. Ordentliche Spannung. Die Brust stolz raus. Die Schultern nach hinten, Schultern tief und dann mal richtig kräftig auseinanderziehen. Sehr gut. Nicht zu sehr ins Hohlkreuz, Olli. 90 Grad Winkel in den Arm. Ja, besser. Zieht noch weiter auseinander. Ellenbogen sollten nicht den Körper verlassen. Zieht noch weiter auseinander. Gebt richtig Druck drauf. Vergesst nicht zu atmen, keine Pressatmung. Und zieht nochmal richtig alles, was ihr habt für 10, 9, 8, atmen nicht vergessen, 5, 4, 3, 2, 1, locker lassen. Okay. Dann könnt ihr gerne das Handtuch auch einfach neben die Matte legen. Wir kommen ans hintere Ende der Matte. Wenn ihr wollt, nimmt nur mal ein Stück aus der Pulle und kommt dann einfach direkt mit rein in die Übung. Denn wir starten, indem wir tief kommen mit dem Oberkörper. Mobilisieren nochmal die Handgelenke, mal nach innen rotieren, mal nach außen rotieren, dehnen die Rückseite. Wir können auch gerne mal die linke und rechte Schulter tief nehmen. Bereitet euren Körper und euren Oberkörper insbesondere auf die Belastung vor. Denn jetzt kommen wir langsam mit den Fingerspitzen auf den Boden und dann krabbeln wir nach vorne. In den High Plank und dort verweilen wir. Einmal die Position kontrollieren. Denkt daran, dass ihr mit den Handgelenken unter den Schultern seid. Jetzt drückt die äußere Schulterpartie nach unten. Spannt mal die Oberschenkelrückseite an, den Popo. Und bleibt schön gerade. Also nicht den Kopf hängen lassen, auch nicht überstrecken, sondern schön gerade halten. Gerade wie ein Brett. Und dann halten wir diese Position. Und wir tippen immer mit dem rechten Bein einmal auf die Seite. Die Hüfte bleibt gerade. Linke Bein auf die Seite. Und das im Wechsel. Achte darauf, dass die Hüfte nicht zu hoch kommt. Also nicht die Hüfte hier oben haben und die Beine entlasten, sondern immer schön mit den Schultern über den Handgelenken sein. Und stellt euch vor, als hättet ihr einen Gegenstand auf eurem Rücken. Und dieser Gegenstand soll nicht seitwärts runterplumpsen, nur weil ihr die Hüfte schiebt, schräg macht oder gar kippt. Wenn ihr nicht mehr könnt, gar kein Problem, geht auf die Knie runter. Da könnt ihr die Übung auch machen, einfach seitwärts abtippen. Und im Idealfall seid ihr, wenn ihr auf den Knien seid, einmal komplett gerade. Und macht dann diese Übung mit dem Tipp. Oder wie gesagt, einfach auf einen hohen Plank für 10, 9, 8, 9, 10 zusammenbeißen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, in den herabschauenden Hund. 1, einmal die Schultern entlasten, Schultern dehnen, Schultern tief, Ferse tief, Finger spreizen. Und geht mal ganz tief in die Dehnung rein. Aus der Position gehen wir mal in eine Push-Up-Variante. Und zwar blickt weiterhin zwischen eure Füße. Also schön nach unten blicken diesmal. Und dann beugen wir die Arme, sodass wir tief kommen. Und dann kommen wir wieder nach oben. Als würdet ihr mit eurem Scheitel hinten den Boden berühren wollen. Wenn ihr merkt, das geht gar nicht, könnt ihr das Ganze auch auf den Knien machen. Und dann kommt ihr hier mit gebeugten Armen, Blick nach unten, quasi eine Push-Up-Variante, nur halt, dass es noch ein bisschen mehr auf die Schulterpartie geht oder ausgestreckte Beine. Hüfte kommt schön nach oben, wir blicken durch unsere Beine und drücken uns nach unten und drücken uns wieder nach oben. Langsam kontrolliert, immer schön Hüfte oben haben. Fühlt sich am Anfang ganz, ganz seltsam. Pike-Push-Ups. Langsam und kontrolliert, nicht zu lange verweilen in einer Position. Und wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, geht in eine niedrige Progression, geht auf die Knie runter für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, in den herabschauenden Hund, 1, und nochmal locker lassen. Weiter in den herabschauenden Hund, Schulter tief, Fersen tief, einmal in die Dehnung gehen. Und dann kommen wir wieder in den High Plank, Schultern über den Handgelenken, setzen die Knie ab, nehmen das rechte Bein in die Luft, nach hinten ausgestreckt, linke Bein nach vorne ausgestreckt. Und in der Mitte Ellenbogen und Knie des rechten Beines und des linken Armes zusammenführen. Wir machen uns klein, wie in so einer Child Pose und strecken uns wieder in die Luft. Und gehen komplette Gerade, kräftigen den Rücken. Der Blick geht die ganze Zeit gerade in der Verlängerung der Wirbelsäule. Das heißt, wir strecken und wir machen uns wieder klein. Wenn ihr wollt und es ein bisschen härter haben wollt, könnt ihr es natürlich auch gerne mit mehr Imbalance machen. Auf dem Fuß, indem ihr ausgestreckt seid, in der Diagonale, zusammen und auseinander. Noch für 10 Sekunden. Geht maximal in die Streckung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dann bleiben wir in der Streckung. Einmal bleiben. Und jetzt führen wir das Bein zur Seite, nach rechts und den Arm nach links. Wir bleiben trotzdem hoch mit der Ferse und kommen dann wieder zurück. Gehen wieder mit dem rechten Bein nach rechts, linker Arm nach links. Quasi horizontal bewegen wir uns jeweils mit dem rechten Bein und dem linken Arm seitwärts. Kommen dann wieder in die Ausgangslage. Nehmt den Daumen noch ein bisschen höher, nehmt die Fersen noch ein bisschen höher, alles ist ausgestreckt und führt hier langsam diese Seitwärtsbewegung auswärts und einwärts. Für 10, 9, halt die Balance, 8, 7, 6, gerne auch auf dem Fußgelenk, wenn ihr wollt, es zu einfach ist, 3, 2, 1 und locker lassen. Streckt das rechte Bein mal auf die rechte Seite. Einmal ausgestreckt. Und jetzt heben wir und senken wir das rechte Bein. Stellt euch so ein bisschen vor, wie so ein räudiger Hund, der das Beinchen hebt, allerdings ausgestreckt. Und ihr spürt bei den Abduktoren, also hier auf der Seite, solltet ihr ordentlich Druck drauf spüren. Stellt euch also weiterhin vor, ihr seid im Vierfüßlerstand. Und das Einzige, was ihr nur macht, ihr hebt das rechte Bein auf die rechte Seite, ausgestreckt und führt hier eine Auf- und Abwärtsbewegung. Und je langsamer ihr die Auf- und Abwärtsbewegung macht, desto anstrengender wird das. Die Abduktoren müssen ordentlich arbeiten. Und jetzt halten wir mal oben an der obersten Position mit dem Bein und setzen nur ganz leicht Impulse für 10 Sekunden, noch höher, Beine ausstrecken, den Oberkörper trotzdem möglichst gerade halten. 7, 6, möglichst die Hüfte parallel zum Boden, 4, 3, noch ein bisschen höher, 2, spannt nochmal alles an, 1 und locker lassen. Ich hoffe, ihr spürt eure Abduktoren, geht einmal in die Dehnung, kommt in die Child Pose, macht euch ganz klein, streckt die Arme nach vorne, und atme tief durch. Ihr könnt gerne mal die Fingerspitzen auch hier aufstellen, ein bisschen tiefer in die Dehnung kommen, Schultern im Wechsel rechts und links tief. Und dann, wenn ihr soweit seid, kommt ihr wieder in den Vierfüßlerstand und wechseln die Seite. Jetzt nehmen wir den rechten Arm nach vorne, linke Bein nach hinten, wieder ausgestreckt. Achtet darauf, dass der Daumen schön nach oben kommt, die Ferse schön nach oben kommt und dann langsam und kontrolliert unter unserem Körper Ellenbogen und Knie zusammen. Macht euch klein und streckt dann wieder in die Luft. Schön, dass der Rücken arbeiten muss und wieder zurück. Auch hier gilt, wenn ihr Probleme im Handgelenk habt, geht einfach in die Faust oder aber, wenn das auch nicht geht, könnt ihr gerne euch auf den Ellenbogen abstützen. Macht die Übung langsam und kontrolliert, möglichst ohne Ausgleichsbewegungen, Chorspannung. Rücken ist gerade, schön in die Streckung und dann wieder zurück. Auch hier noch 10, 9, 8, 7, 6, noch langsamer, 5, 4, bleiben wir in der Streckung, 3, 2, weit ausgestreckt haben, 1, oben halten. Und jetzt nimmt mal eure Daumen noch ein bisschen höher, eure Fersen noch ein bisschen höher und merkt ihr, wie der Rücken arbeiten muss. In der Position versucht ihr mal zu verweilen und führt einfach nur die Fersen nach links und den Daumen nach rechts. Quasi wir öffnen horizontal und schließen wieder. Und wir öffnen nochmal und wir schließen. Der Oberkörper ist gerade. Den Kopf gerade lassen. Also einfach Blick nach unten, in der Verlängerung der Wirbelsäule. Daumen ein bisschen höher, Fersen ein bisschen höher. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alle 4 absetzen und dann gehen wir wieder in die Hundeübung. Ich zeige es Ihnen noch von vorne. Wir gehen auf die Handgelenke, gehen in den Vierfüßlerstand, nehmen das linke Bein zur Seite, einfach nur ausgestreckt, Blick nach unten und dann heben und senken wir einfach nur das Bein. Als würde uns jemand an so einem Seidenfaden nach oben ziehen, hinten an der Ferse und kommen nach oben und senken wieder. Und wir kommen wieder nach oben und senken. Blick nach unten. Und wenn ihr es ein bisschen anstrengender haben wollt, bleibt ihr natürlich möglichst oben in der Position des Beines, also auch wieder hier oberer Drittel. Genau. Blick gerne nach unten. Stellt euch vor, wieder den Seidenfaden zwischen euren Mittelfingern. Ihr schaut genau in der Mitte drauf. Und jetzt hebt und senkt nochmal langsamer und kontrollierter in Zeitlupe. Die Abduktoren sollten langsam anfangen zu brennen. Ansonsten bleibt einfach höher und drängt euch noch ein bisschen nach oben. Und jetzt in der obersten Position für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entspannen in der Child Pose. Beugt euch nach hinten, nehmt die Arme nach vorne, macht euch ganz klein und gönnt euch eine kleine Pause. Stellt auch hier gerne mal die Fingerspitzen auf und senkt die rechte und linke Schulterseite im Wechsel. Atmen nochmal tief ein und aus. Und dann kommen wir nach vorne, wiederum in den Vierfüßlerstand. Stellen die Fußspitzen auf, heben die Knie und halten diese Anspannung für eine Minute. Äußere Schultern wieder nach unten drücken, Blick gerade halten und die Knie nicht zu hoch nehmen. Denkt an so 90-Grad-Winkel jeweils, das heißt 90-Grad-Winkel in den Armen, also zwischen den Armen und dem Oberkörper, aber auch zwischen Oberschenkel und dem Bauch, ebenso wie der Wade und der Oberschenkelrückseite. Haltet diese Anspannung, geht nicht zu sehr ins Hohlkreuz, geht aber nicht zu sehr an den Rundrücken und versucht möglichst gerade zu halten. Äußere Schulterpartie wieder nach unten drückend. Und wenn das noch zu einfach ist, könnt ihr ganz leicht in die Beugung der Oberarme gehen. Das heißt, senkt den Oberkörper ein bisschen, bringt noch ein bisschen mehr Druck auf die Brust. Und das machen wir noch für 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, halt nochmal durch, 3, 2, 1, auf die Knie. Und einmal in die Cat-Cow, entspannt euren Rücken, kommt einmal ins Hohlkreuz und in den Rundrücken im Wechsel. Einmal ganz entspannt heben und senken. Auch hier nochmal den Atem kontrollieren. Dann gehen wir auf die Ellenbogen, heben die Knie und wir sind im Low Plank. So, die Position halten wir mal 90 Sekunden. Das halten wir durch. Denkt daran, dass auch hier wieder die äußere Schulterpartie nach unten drückt, dass die Hüfte nicht nach oben kommt, nicht nach unten, sondern schön gerade ist. Gerade in einer Position, den Blick gerade nach unten führen, nicht überdehnen, nicht überstrecken. Und das Ganze halten wir jetzt noch für 1 Minute und 10. Wenn ihr es noch ein bisschen intensiver haben wollt, könnt ihr die Ellenbogen zu den Fußspitzen ziehen, sodass ihr noch ein bisschen mehr Chorspannung aufbaut. Ansonsten heißt es langsam kontrolliert ein- und ausatmen, keine Pressatmung, locker flockig, noch für 45 Sekunden. Achtet auch hier wieder darauf, dass die äußere Schulterpartie nach unten drückt. Den Popo nicht zu hoch führen. Lasst den Kopf nicht hängen. Nehmt den Popo nicht zu hoch. Für die letzten 20 Sekunden. 12. Weiß nochmal. 10. 8. 6. 5. 4. 3, 2, dann könnt ihr euch auf den Bauch legen, 1 und lockern lassen. Einmal entspannen und Arme ausstrecken. Arme und Beine einmal in die Länge, ziehen über die Diagonale und einmal entspannen. Jetzt könnt ihr euch gerne nochmal eine Flasche nehmen, wenn ihr sie gerade griffbereit habt. Dann nehmen wir die Beine in die Luft, die Flasche vor uns und wir führen sie einmal im Uhrzeigersinn um uns herum mit möglichst lang ausgestreckten Armen, die wir einen großen Hebel haben. Muss auch gar nicht schnell sein. Wir übergeben jeweils vorne und einmal hinterm Rücken. Nehmt die Schulterblätter hinten zusammen und die Fersen in die Luft. Schulter ein bisschen höher. Ihr könnt auch gerne alternativ paddeln mit den Beinen. Spannt die Oberschenkelrückseite an. Spannt den Popo an. Nehmt den Kopf nicht zu hoch. Auch nicht überstrecken. Blick nach unten. Noch 20 Sekunden. Halte durch. 12. 11, 10, lass die Flasche nicht im Boden berühren, 8, 7, 6, 5, 4, bei 0 sollte die Flasche vorne angekommen sein, 3, 2, 1, Arme ausstrecken, mit Flasche und wir hacken eine Runde. Entweder mit Flasche oder das Ganze ohne Flasche, dann nehmt ihr einfach die Daumen nach oben, die Fersen nach oben. Und dann den Blick nach unten führen. Oder alternativ mit Flasche. Dann könnt ihr diese als zusätzliches Gewicht mit reinnehmen. Die Arme möglichst weit ausstrecken. Blick nach unten. Locker. Weiteratmen. Kommt nicht in eine Pressatmung. Und Und ihr könnt euch immer Progressionen suchen, indem ihr zwischendurch mal die Flasche nimmt. Dann legt ihr sie wieder zur Seite, geht wieder in das Hacken ohne Gewicht, streckt möglichst die Arme weit aus. Wenn ihr gar nicht mehr könnt, nehmt einfach die Arme nach hinten, entspannt kurz, weiterhin mit den Fersen hacken und dann wieder einsetzen. Wir haben jetzt auch nicht mehr lange, noch 20 Sekunden. Bringt die Fersen noch ein bisschen höher und bringt die Daumen noch ein bisschen höher. Trotzdem weiter den Blick nach unten halten. Für 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und locker lassen. Nehmt gerne mal die Arme seitwärts von eurem Körper und führt das rechte Bein auf die linke Seite. Fix wie ein Skorpion. Blickt auf die rechte Seite. Spürt den Twist im Oberkörper. Und atmet nochmal ganz tief in den Rippenbogen rein. Ihr habt es euch verdient. Und dann kommen wir in die Ausgangslage, zentrale Position und wechseln die Seite. Linke Bein, Kreuz über das rechte. Wir pieksen auf die rechte Seite. Blick auf die linke Seite. Und kommen nochmal in die neutrale Position, nehmen die Hände unter die Brust und machen für eine Minute Liegestützen. Entweder auf den Füßen, streckt ihr euch gerade nach oben und gerade wieder runter, oder auf den Knien, nehmt die Beine gerne angewinkelt, nicht überkreuzt und kommt langsam nach oben und langsam wieder runter und langsam wieder nach oben. Eine Minute. 3, 2, 1, los geht's. Und hier kommt es nicht auf Geschwindigkeit an, macht sie lieber langsam und kontrolliert. Achtet darauf, dass ihr mit der Nasenspitze, Brust und mit der Hüfte auf dem Boden seid und dann wieder nach oben kommt. Wenn ihr ausatmet, kommt ihr in der gleichen Bewegung nach oben. Ihr kommt nach oben, atmet tief aus, immer bei der Anspannung. Und dann einatmen bei der Entspannung. Und dann wieder nach oben zu kommen. Halbzeit. Wenn ihr merkt, es ist zu schwer, dann geht einfach gerne auf die Knie runter, keine Schande. Lasst den Kopf nicht hängen. Der Kopf sollte nur so tief sein, dass ihr weiter mit der Brust auf den Boden kommt. Zehn, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, könnt ihr auf die Knie gehen, 1 und locker lassen. So, es ist Zeit für eine Pause, trinkt eine Kleinigkeit. Schüttelt die Arme aus. Dann wechseln wir in die Rückposition. Nehmt gerne eure Flasche an die Seite, ebenso wie das Handtuch. Und wir starten erstmal, wir haben ja eben die Abduktoren trainiert. Ihr erinnert euch an die Übung, wo wir Gassi gegangen sind. Jetzt nehmt ihr mal die Beine aufgestellt, Oberkörper gerade, als würdet ihr euch an den Scheitel nach oben ziehen, die Arme zwischen die Beine. Und wir drücken jetzt mal richtig ordentlich die Beine zusammen, wie bei so einem Schraubstock, den Oberkörper gerade halten, die Wirbelsäule gerade und jetzt drücken wir die Beine nach innen und die Arme verhindern das natürlich, also ordentlich Druck drauf geben und ihr müsst jetzt in der Leiste innen spüren und bei den Adduktoren, wenn ihr richtig ordentlich drückt. Wir machen das mal so, dass wir kleine Impulse setzen. Ich zähle immer 3 Sekunden Anspannung, 2 Sekunden Entspannung und bei den 3 Sekunden gebt ihr richtig Gas, okay? Also, es geht los auf 3, 2, 1, los geht's. Und die Spannung machen. Und ein bisschen locker lassen, trotzdem noch Anspannung halten. Und nochmal 3 Sekunden Gas geben. 1, 2, 3. 2 Sekunden Entspannung, Oberkörper gerade, Kopf nicht hängen lassen und nochmal richtig Gas geben. Eins, zwei, drei. Nächster Satz. Los geht's. Eins, zwei. In den Pausen müsst ihr auch gar nicht zu locker lassen, sondern wichtig ist einfach nur, dass ihr diesen leichten Unterschied spürt aus maximaler Kraft. Jetzt wieder. Drei, zwei, eins. Und wieder so ein bisschen lockerer. Und nochmal Gas geben. Spürt die Adduktoren, drückt richtig zusammen. Oh, nochmal locker lassen. Wir machen noch 3 Sätze. Los geht's. 1, 2, Oberkörper gerade. 3, locker lassen. Noch 2 Sätze. Los geht's. 3, 2, 1. Letzter Satz. Drückt nochmal, was das Zeug hält. Los geht's. 3, 2, 1,5, 1. Und locker lassen. Schüttelt gerne mal die Beine aus. Spannt euch. Dann kommt jetzt noch der Bauch. Wir haben jetzt schon sehr viel für die Beine gemacht, für die Schultern, für die Rückenmuskulatur, auch für die Adduktoren, Abduktoren. Jetzt kommt noch der Bauch dran. Der Endgegner. Dafür gehen wir in eine Liegeposition, strecken die Beine aus, nehmen die Arme zur Seite, öffnen und halten diese Position. Je weiter im Oberkörper nach hinten geht, desto anstrengender wird das Ganze. Und was wir jetzt machen, wir setzen mal so ganz leichte Kippbewegung nach hinten, wie so eine kleine Wippe, die nach hinten geht und wieder nach vorne, aber möglichst mit wenig Schwung. Das heißt, der Winkel aus den Beinen, aus dem Oberkörper bleibt die ganze Zeit gleich und dieser ganze kleine Impuls kommt nur aus dem Bauch heraus. Also ganz leicht nach hinten kommen und ganz leicht nach vorne kommen und dann wieder nach hinten. Weniger wippen, mehr aus Kraft. Noch 20 Sekunden. Beine weiter ausstrecken. Oberkörper weit nach hinten. 12, 11, 10, 9, 8. Schulterblätter hinten zusammen. 5, 4, 3, 2. Dann könnt ihr euch auf den Rücken legen. 1. Und auf den Rücken legen. Beine gerne aufstellen und einmal entspannen. Kippt gerne die Beine von rechts nach links. Schön bis an die Endposition einmal dehnen. Und gerne auf die andere Seite. Und kommt dann in die zentrale Position. Jetzt nehmen wir nur die Arme nach oben, ausgestreckt. Wir falten sie übereinander und gehen jetzt senkrecht nach oben mit den Armen, als würden wir einen Ball von uns wegdrücken und lösen wieder. Möglichst die Schulterblätter in der Luft halten, kommen wir nach oben und wir nach unten. Nicht zu den Knien, sondern senkrecht in die Luft. Ermahnt euch immer, dass ihr nicht nach vorne kommt, sondern ihr wollt wirklich die Zimmerdecke von euch wegstoßen oder aber diesen kleinen Ball, der bei euch jetzt auf den Händen liegt, der darf nicht runterfallen. Deswegen auch genau nach oben zur Zimmerdecke ziehen. Dann halten wir jetzt noch mal ein paar Sekunden oben. Wenn ihr merkt, es ist zu einfach, schnappt euch gerne nochmal ein Gewicht dazu. Drückt dieses Gewicht gerne nach oben. Aber Hauptsache, ihr haltet durch. Die letzten 12, 11, 10. Haltet gerne mal oben. 8. Voll auspowern, noch ein bisschen höher streben. 5, 4, 3, noch ein bisschen höher. 2, 1, locker lassen. Einmal entspannen. Da habe ich noch eine. Und zwar, diesmal gehen wir nicht nach oben, sondern wir kommen jetzt ganz bewusst nach vorne. Wir gehen in die James-Bond-Position, stellen uns vor, als hätten wir hier eine Knarre in der Hand und dann kommen wir nach vorne und wir sehen einmal in der Mitte an, kommen wieder ein bisschen tiefer, wir sehen auf der rechten Seite an und wir sehen wieder in die Mitte an und wir sehen nach links an. Immer schön alle 3 Positionen einmal und wieder auf die rechte Seite. Und noch langsamer. insbesondere das Runterkommen. Lasst euch nicht runterplumpsen, sondern kommt ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben, dort halten, langsam runter und dann wieder Wirbel für Wirbel nach oben, kurz halten, dann wieder runter und noch einmal oben, zurück, nach oben, zurück. Wir machen einen kleinen Power-Finisher. Zwar kommen wir mal alle gemeinsam nach vorne zwischen die Beine in die Position, also weiterhin halten und wir halten uns nochmal oben für 20 Sekunden, volle Kanne und weiter nach vorne. Wir ziehen es noch ein bisschen höher, der Bauch ist maximal anspannt, die gerade Bauchmuskulatur muss jetzt nochmal ordentlich arbeiten. Für den Power Finisher für heute, haltet durch, noch für 11 Sekunden, noch ein bisschen höher streben, gar nicht mit den Schultern tief kommen. Ihr habt noch 8, reißt die Zähne zusammen, 6, 4, noch ein bisschen höher, 2, 1, lasst euch tief fallen und entspannt einmal den Bauch. Streckt die Arme und Beine aus und zieht auch hier gerne mal über die Diagonale. Rechte Arm nach außen, linke Bein nach außen und linke Arm und rechte Bein. Ihr könnt gerne nochmal die Augen schließen. Bringt euren Puls runter, hört auf euren Atem. Und dann stellen wir das linke Bein auf im 90-Grad-Winkel, beugen es auf die rechte Seite rüber. Unser rechter Arm drückt das linke Bein auf die rechte Seite runter. Und wir blicken auf die linke Seite in unsere linke Handfläche rein. Spürt den Twist im Oberkörper. Und kommt wieder in die neutrale Position. Stellt das linke Bein auf. Rechte Bein angewinkelt und zieht hier auf die linke Seite rüber. Legt wieder auf die rechte Seite in eure Handfläche rein. Spürt den Twist. Atmen nochmal ganz tief aus und gehen noch ein bisschen tiefer in die Dehnung. Und beim Einatmen kommen wir mit beiden Beinen oben zusammen und machen uns ganz klein wie so ein Paket. Zieht euch ganz klein zusammen. Und kommt dann mit so ganz leichten Schwungbewegungen in die Sitzposition. Die Beine sind ausgestreckt. Im 90-Grad-Winkel. Oberkörper gerade. Und wir kommen langsam mit Fingerspitzen nach vorne. Der Oberkörper ist noch gerade. Und wenn ihr in der Endposition seid, könnt ihr Wirbel für Wirbel nach unten kommen, weiter in die Dehnung. Den Blick tief nehmen. Einmal schön weit euch nach vorne ziehen. Und wandert auf die rechte Seite rüber. Spürt die Dehnung auf der rechten Oberschenkelrückseite. Das Bein sollte gerade auf dem Boden aufliegen. Ihr könnt gerne mal die Fußspitze anziehen und zieht euch beim Ausatmen noch ein bisschen tiefer in die Dehnung. Beim Einatmen halten wir die Position, um dann beim Ausatmen noch ein bisschen tiefer zu gehen. Und dann wandern wir auf die linke Seite rüber. Auch hier nochmal tief dehnen. Auch gerne mal die Fußspitzen anziehen, die ganze Beinseite ist auf dem Boden, den Kopf könnt ihr senken. Noch 2 Atemzüge. Dann kommen wir wieder mit dem Oberkörper gerade, die Fußsohlen zusammen, die Fersen nah an den Körper, Oberkörper gerade. Und jetzt einfach nur mal ganz locker flattern mit den Beinen, hoch und tief. Und dann flattern wir aus, indem wir die Beine noch tiefer nehmen und wir kommen langsam in die Dehnung. Die Ellenbogen drücken die Oberschenkel nach unten und wir gehen noch ein bisschen tiefer in die Dehnung der Adduktoren, also der Beininnenseite. Wenn ihr merkt, das ist zu einfach, könnt ihr mal versuchen, die Fersen ein bisschen näher ranzuziehen. euch nur ein bisschen weit nach vorne zu lehnen und mit einem Ellenbogen die Beine nach unten drücken. Auch hier nochmal tief ausatmen, in die Dehnung rein, tief einatmen, halten und nochmal ausatmen, nur ein bisschen tiefer rein. Und dann kommen wir nochmal nach oben auf unsere Beine, strecken uns über die Seite einmal aus in die Länge zur Zimmerdecke und so wie wir heute gestartet sind, enden wir auch wieder, indem wir einfach uns lang machen und ausstrecken, den Rippenbogen dehnen und dann lasst dreimal die Anspannung fallen, indem ihr einfach den Oberkörper nach vorne senkt und dabei tief ausatmet. Ein zweites Mal und auch ein drittes Mal. Das war das heutige Training. Sehr gut. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, bleibt gerne in der Leitung. Wir stoppen jetzt die Aufzeichnung. Das heißt, ihr seid weiterhin auch inkognito mit euren Fragen. Und wenn ihr was habt, stellt diese Fragen sehr, sehr gerne.